Ich finde das Viertel am Kunstberg einfach erholsam. Ich gehe dort gerne spazieren. Man hat einen wunderschönen Blick auf die Stadt, kann hinuntergehen und dort eine Waffel essen. Das gefällt mir. Ich bin Judith van Nistendal, lebe in Brüssel, seit ich 5 bin, und ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Comics werden immer noch nicht als intellektuell oder künstlerisch gesehen, sondern als schlicht, lustig, karikaturistisch. Oder man reduziert sie auf Abenteuer, Pornos oder Geschichten mit Trollen. Mich kotzt das ein wenig an. Denn Comics sind ein Medium und kein Genre. Ich habe auf dieser Kunsthochschule Comics studiert und unterrichte jetzt hier. Ich finde mich kaum in dem Bild wieder, das man von belgischen Comics hat. Mein erstes Buch ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Afrikaner und einer Belgierin. Es ist ein wenig meine eigene Geschichte. Ich habe sie geschrieben, weil mein Vater, der Schriftsteller ist, ein Buch geschrieben hat über einen Vater, dessen Tochter sich in einen schwarzen, muslimischen, politischen Flüchtling verliebt. Und ich wollte mir meine Geschichte zurückholen. Réapproprier cette histoire.